Ich weiß es nicht. LAN-Kabel! Mösen sind Entsetzlichkeit. Ich will keine Teenage Queen. Kevin Hinton als stellvertretender Zugführer und seine Amateure. Ja, wir. Wir sind der Grundwehrdienst. Abschlussjahr 2020. Ist dies das schnellste Flugzeug, welches Sie in der Army besitzen? Rekord Hilton, 2 Situation. Sag mir halt nicht, wie schnell er fliegt. Dann sag mir halt nicht, wie schnell er fliegt, Mann. Sehr gut sah das aus. Sehr, sehr gut. Schön gemacht, Kameraden. Heute Flight-Einweisung, also werden heute fliegen, Jungs. Eingetragen, Sir. Und danach gibt's Fallschirmspringen. Und erstmal ein. Sprünge und Ortskunde. Anwesend, Sir? Ortskunde denke ich ein bisschen langweilig. Oh, aber zuvor gibt's noch was anderes. Oh, oh. Sind Sie denn schon mal eine Innenrunde gelaufen? Negativ, Nein, Sir. Haben Sie denn welche offen? Ja, wo ist Sir? Negativ, Sir. Haben wir doch gar nicht. Wie viele? Ich glaube 3 oder 4, Sir. Hä, hey, ja. Ist das denn für ein Kurs? Ja, damit haben wir Zeit, dass wir die laufen. Sag doch einfach nein! Wie dumm kann man denn eigentlich sein, Mann? Gut. Können mich alle hören? Jawohl, Sir! Ja, einmal gesandter Zug links und auf das G von Go gehen wir los. Nacheinander. 3, 2, 1, Go! Oder ich bin im Zwiespalt. Ich möchte jetzt hören, was passiert. Geht. Ich möchte aber auch Musik hören. Ich liebe dich! Innenrunde ist ungefähr, glaube ich, so. Die wird ewig dauern. Wir werden jetzt ewig laufen, das heißt, wir können die ganze Zeit Musik hören. Wird ein schöner Musikstream, meine sehr verehrten Damen und Herren. Let's fucking go. So, Rekruten, welche Zahl begleitet sich denn die ganze GWD über? Die 2. Große. 2. So, richtig. Und damit wir das Ganze ein bisschen festigen, werden wir das, sag ich mal, ein bisschen auf die Spitze treiben. Manche Rekruten von Ihnen haben schon mitbekommen. Das bringt überhaupt nichts. Essen mein. 2.222.222. Bitte nicht das, was ich nicht aussprechen kann. Genau so sieht's aus. Oh nein, ich hab's ja auch irgendwo aufgeschrieben, diese aber ich Zahl find's nicht. Jeder von Ihnen einmal ich kann ihn nicht. Der Reihe nach. Wir fangen ich hab's mir aufgeschrieben. Bei den Vordersten an. Hab's mir aufgeschrieben, weil ich kann ihn nicht. Ich kann sie nicht. Ich vergesse immer irgendwelche Ziffern. Rekrut Hilton. Jawohl, Sir. Sie laufen direkt hinter Lawson, Sie sind Nummer 1. Verstanden. Baby, ich liebe dich. 4. Kontenance. Ich liebe dich. Oh mein Gott, guck mal, das dauert so lange, 6. Jungs. Vor allem, ich muss doch gestern W drücken, das nervt mich. Kann ich irgendwie automatisch 9, joggen, Digga? Mit Rekrut Hilton, was labert ihr denn da? 15, 16, 17, 18, 19, 20, was ist denn W drücken? 19, 20, ich meinte, ich will den Weg drücken. Verstanden, Sie sind Nummer 21. Ich hab aus der ganze Zeit in-game geredet. Ich hab die ganze Zeit in-game geredet. Das war wieder ein Bug gewesen, Digga, ich sag's dir. Die Nummer 21. Mir passiert sowas nicht. Rekrut Hilton, Sie fangen an. Sie sind die 1. 2.222.222, Sir! Das geht schneller! 2.220.000 Ach komm, ach, das ist doch scheiße, hab ich doch gesagt, Mann! Was heißt hier scheiße? Reiß dich am Riemen! 2.222.222! Gut, nächster! 2.222.222! Oh mein Gott! Sie, wann wird ein 1190 zum 1199? Wenn Geiseln in Gefahr sind oder die Geisel bereits getötet worden ist. 1190 ist, wenn der Soldat in Bedrängnis ist und dann 1199, wenn der Soldat beschossen wird. Sie sollen mir ja nicht sagen, was beides ist, sondern sollen mir sagen, wann ein 1190 zu einem 1199 wird. Ey Jungs, ich bin echt ein Loser. Wissen Sie das nicht? Ich mein's ernst. Ich hab nie in meinem Leben gelernt, ich hab nie Hausaufgaben gemacht, ich bin ein Vorstück scheiße. Aber wenn ich die Sachen weiß, dann muss das doch jeder andere erst 10-mal wissen, Alter. Das wurde uns doch erzählt vor 2 Tagen oder so, Alter. Was muss denn quasi im Spiel sein, damit wir von einem 1199 reden können? Was haben also meistens in der Hand? Eine Waffe. Nur eine Waffe oder eine bestimmte? Eine Langwaffe. Ach so. Ja. Also, heißt, wann wird ein 1190 zum 1199? Wenn die Personen Langwaffen in der Hand haben. Ja, genau. Wunderbar. Entschuldigung, Captain Lawson, dass ich da geschnitten habe. Ich hätte eine Frage dazu, Sir. Können Sie machen. Also möchten Sie damit sagen, wenn mehrere Personen mich mit einer Pistole bedrohen, dann darf ich keine 1199 durchfunken, obwohl ich der Meinung bin, ich komme da nicht mehr lebend raus? Das haben wir so nicht gesagt. Doch, Sie sagten, es wird ein 1090 zu einem 99, wenn Langwaffen im Spiel sind. Aber bei einer Pistole
Die ist auch lebensgefährlich, wenn da mit jemand mir mit in den Kopf schießt. Also folgendes, hören Sie nochmal genau zu. Wenn Langwaffen im Spiel sind, heißt nicht erst, wenn geschossen wird. Heißt in dem Moment, wenn die Person eine Langwaffe zieht, wird eine 1199 durchgefunkt. Weil die Person natürlich auch wahrscheinlich davon Gebrauch machen wird. Wenn die Person eine Pistole zieht, muss ich nicht unbedingt direkt eine 1199 durchcallen. Wenn ich aber merke, die Person wird davon Gebrauch machen, und zwar mehrere Personen gleichzeitig, dann definitiv. Das ist GVMP. Eine Pistole ist halt nicht gefährlich. Pistole ist auch Kopfschuss. Wenn ich alleine tot, im Dienst bin, dann habe ich meine Dienstwaffen bei. Wenn da ein Zivilist mit einer Pistole vor mir rumfucht, dann kann ich immer noch davon ausgehen, dass ich das eventuell alleine klären kann. Und warum? Ja, weil die Pistole weniger Schaden macht. Das war jetzt aber nicht die Rede von einem TV, sondern von mehreren. Bei mehreren, da klar, da ist dann verhältnismäßig. Natürlich kannst du eine Pistole alleine regeln, weil eine Pistole nicht direkt tötet. Ich finde das kacke, dass sie nicht mal RPen, dass die Pistole... wissen alle, dass eine Pistole dich nicht sofort umbringt, aber im Endeffekt... Das ist so richtig. Aus Roleplay-Sicht, Bruder, musst du doch davon ausgehen, dass eine Pistole trotzdem lebensgefährlich ist. Wir wollten doch noch ein bisschen Kerlisches einwerfen, oder? Mama, Mama, kannst du sehen? Mama, kannst du sehen? Was bei der Army mit mir geschehen? Wo ist meine Lok in Pracht? Die hat dem Stahlhelm Platz gemacht. Nur Anke, Sam, hab ich im Sinn. Er sagt mir immer, wer ich bin. Ich weiß es nicht, Landkabel! Ich bin Mösen sind Entsetzlichkeit. Ich will keine Teenage Queen. Ich will nur meine M14. Zum Mittag gibt es E-Papier. Und das mal wieder ohne Bier. Leo, Leopard. Leo, schieß und trifft aus voller Fahrt. Schieß und trifft aus voller Fahrt. 120 Millimeter. 120 Millimeter. Finden keinen wahren Gegner. Wer liegt im Graben und im Dreck? Nicht generell bringt man, denn der liegt im Bett. Ich bin hauptberuflich Streamer auf twitch.tv. Ich verdiene über 10.000 Euro im Monat. Ich wohne auf Madeira und ich verdiene mein Geld damit, dass ich dieses Spiel hier gerade spiele und das, was da gerade passiert, passiert. Freut mich, euch kennenzulernen. Das ist mein Content. Ich habe nicht viel zu bieten, Chat, aber viel Spaß. Sechseinhalb Stunden später. So, Frage- und Antwortspiel beendet. Verlegen jetzt gleich den Punkt, wo wir gestern mit dem Konvoi standen. Einfach mir hinterher. Warte mal, was? Es geht weiter? Regie? Was? Der unnötigste Scheiß meines Lebens ist vorbei? Ja, einmal in einer Reihe ausstellen. Ja, nice. Junge. Lass mal gelaufen, eine Stunde. Ja, eine Stunde. Wir sind eine Stunde gelaufen, Digga. Eine verdammte Stunde gelaufen. So, wir werden sie jetzt einmal aufteilen auf die drei Barracks. Erster Barrack. Hat irgendwer was gleichmäßig los? Auf beide Seiten auf. Hat irgendeiner gesagt, dass wir losgehen können? Ich bin der Zugführer. Und wenn der Zugführer sagt, gehen wir. Sehe ich aus, als hätte ich noch 5 Stunden Zeit, hier mit dir darum zu diskutieren, ob wir jetzt losgehen oder nicht. Heute ist ein dunkler Tag im Leben des Lord Hilton. Der erste Barrel kann aufsetzen. Bam, Abfahrt. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Ghana. Ich zieh am Tanga, ja die Kleine hat was. Shababs, Botten, grüne Augen, braune Locken. Tiers, rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen. So, ich hab gehört, ihr habt 4 Innenrunden hinter euch. Und dürftet ihr jetzt sehr gut durchgelüftet sein nach der kleinen Ausfahrt hier. Mein Name ist Captain Stolz, ich bin Ausbildungsleitung bei der US Air Force. Carsten Stahl, mein Name. Die wir euch jetzt hiermit vorstellen werden. Schön. Komm, gib mir Kampf. Ich einmal bitte den stellvertretenden Zugleiter und die Zugleiterin vor mir haben. Rekrut Hilton mit der Kennung 00215 meldet sich wie befohlen, Sir. Wunderschön, rühren. So, ich möchte, dass jetzt hier 3er-Reihen gebildet werden. Also 3 Reihen und die Rekruten sollen sich automatisch hinten dran verteilen. Wir werden dann ein wenig die Flight runter exerzieren und dann, gibt es eine kleine Überraschung. Kriegt ihr das hin?
Jawohl, Zell. So, ich werde jetzt losmarschieren, runterzählen, 3, 2, 1, go, auf das G von Go werden alle losmarschieren. Ich möchte hier keinen Zusammenbruch einer Reihe sehen, ja? So verstanden? Jawohl, Sir. Dann 3, 2, 1, go. Das ist so ein Chaos, ne? Guck mal. Und stopp. Gut, ich zähle wieder an. 3, 2, 1, go. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Das wäre jetzt so voll der krasse Einsatz. Und Waffen anlegen? Kevin Hilton als stellvertretender Zugführer und seine Amateure. Ja, wir sind der Grundwehrdienst. Abschlussjahr 2020. Und da kommt die US Army mit ihrem Helikopter, dessen Rotorblätter sich nicht drehen. Denn Rotorblätter, die sich drehen, sind nur für Pussys. Und wir fliegen ohne Motor an. Das ist die US Army. Oh mein Gott, da ist sogar eine. Keine Ahnung was. Es sah auf jeden Fall verdammt cool aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind das Team der Air Force. Ich spiele seit 30 Jahren auf GVMP und ich habe es auf Rang 10 geschafft, der US Army Air Force. Ihr Jonathan Frakes. X-Faktor, das Unfassbare. Ja. 20 Minuten später. Rekrut Wunga betritt die Flight zu Fuß mit der Erlaubnis von Senior Airman Wunga 6 Ausbildung. Das ist ja wie in der Schule. Ohne Witz, so wie ich gerade bin, bin ich auch immer in der Schule gewesen. Immer so. Verstanden, danke. Immer die Hand okay. So gemacht. Noch Fragen? Mit einer Hand habe ich so gemacht. Also habe mir einen Stift in die Hand genommen, so getan, als würde ich schreiben. Noch die Flossen oben. Also Real Talk, jawohl. Ich habe wirklich so getan, als würde ich schreiben. Von der Air Force so. Ja gut. Darf jeder von einfach meinen Stift auf dem Blatt bewegen. So einer auf, ja, ich schreibe mit. Ja. Und dann habe meine Augen okay. Zugepennt, Digga, ich sag's dir. Richtig. Und wenn ihr noch was sagen wollt, dann ein bisschen lauter, das ein bisschen schneller. Ja. Ja. Der vierte von rechts, ja. Leute! Die Air Force hat den Teufel beschworen und deswegen ist das Wetter innerhalb von einer Sekunde umgesprungen. Ja, und jetzt ist der Blitz wieder weg. Oder wenn du einen Shoprock machst, Digga, und der Helikopter kommt, ey, dann weißt du, du bist ge***t, Alter. Ja. Jo. Sir, kann es sein, dass wenn man kriminelle Aktivitäten auf der Insel vollzieht und dieser Helikopter kommt, dass es definitiv für denjenigen vorbei ist? Also, es gibt genau zwei Situationen, wo sie mehr über diesen Helikopter erfahren werden. Die erste Situation ist, wenn sie zur Army kommen. Die zweite Situation ist, wenn sie auf der falschen Seite stehen. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Stimmt. Ab welchem Rang darf man diesen Helikopter fliegen? Mehr werde ich dazu nicht sagen. Was meint ihr oder was denkt ihr, was es ist? Wisst ihr es? Hunter. F1 Hunter. Der ist noch größer, Digga. Das ist ein Hunter, auch ein Kampfhubschrauber. Und da werden die Air Force euch ebenfalls etwas präsentieren. Dann zeig mir, was du kannst, Junge. Wer fliegt dieser Helikopter? Auch dazu keine Informationen. Oh, das ist so geheim, wie schnell der Helikopter fliegt. Oh, das ist so geheim. Das sind 60 mm. So geheim, wie schnell der Helikopter fliegt, Digga. Das ist so ultra geheim, oh mein Gott. Für die, die es nicht wissen, diesen Raketen näher zu kommen. Für die, die es nicht wissen, das hier ist eine Hydra und hat nur einen Sitzplatz für einen Piloten. Danke an Drago 2014 für den neuen Twitch Helden. Helden. Was war das jetzt? Er meinte die 200 Liter beim Hydra. Was meint er? Alles gut. Ach, die 300 Liter. Die 2014 Liter. Ja. Was ist mit dem Teamspeak los, Digga? Warum hängt das denn so? Also insgesamt drei. Das war die Bombe. Oh.
Schauen wir mal an, was er jetzt noch vorhat. Ich vermute mal, dass das alles war. Okay, gut. Sehr beeindruckend, Sir. Dann laufen wir weiter. Hier zu unserer Rechten. Das ist eine Blue 22. Das ist eher für Übungszwecke gedacht, für Ausbildungszwecke. Ist dies das schnellste Flugzeug, welches Sie in der Armee besitzen? Wer spricht? Rekrut Hilton. Rekord Hilton, zwei Situationen. Sag mir halt nicht, wie schnell er fliegt. Dann sag mir halt nicht, wie schnell er fliegt, Mann. Zuletzt stellen wir noch die Titan vorstellen. Da gibt es aber ein kleines Problem, und zwar darf der Pilot noch nicht einsteigen, bevor die Insassen eingestiegen sind. Oh mein Gott, ich bin so glücklich, Jungs. Ihr wisst nicht, was für eine Last gerade vor meinem Herzen gefallen ist, Bruder. Es ist gerade so eine Last von mir gefallen, dass ich außer Dienst bin, dass ich diesen heutigen Tag überstanden habe. Das war heute anstrengender als der erste Tag. Ich mein's ernst.